Da bin ich noch mal 5:45 und stehe vor meinen Brennnesseln, die ich dieses Jahr extra blühen lassen hier vom Beet, wo ich letztes Jahr angepflanzt habe. Aber dieses ist alles so gewachsen, das ist so irre, aber richtig tolle Brennnesseln. Und jetzt wollte ich dann doch mal noch mal gucken von hier oben, weil da sieht man dann doch die Kastanie besser. Und da hinten, da haben sie noch eine schöne Farbe. Also es wird noch weiter in der Kastanientracht gehen. Das ist hervorragend. Und ich sehe auch schon wieder die ersten Bienchen rumfliegen. Und zwar typisch am Gamander. Der Gamander, der ist hier eine echte Massentracht. Von der Menge her kann ich das nicht beurteilen. Das muss ich dieses Jahr mal im Honig testen lassen. So, ich gehe jetzt mal hoch zu den anderen noch. Nehme ich euch gerade mal mit. Durch meinen Wildnisgarten, den ich persönlich total toll finde. Ihr seht, hier wachsen auch Malven. Die sind auch ziemlich verregnet. Aber die werden halt wieder aufgehen, weil hier sammeln die Bienen ja Pollen wie verrückt. Und hier habe ich auch meine Königin stehen. Ein paar zumindest mal. Die sind aber auch alle drin. Ich hatte hier ein Kästchen, das war etwas überfüllt. Da bin ich mal gespannt. Ja, hier. Hier sind zu viele Bienen drin, die muss ich heute rausnehmen. Aber so ist es halt, wenn man krank ist. Oder krank wird, und dann kann man sich nicht mehr um alles kümmern. Jetzt gehen wir mal rüber zu den anderen Bienchen hier. Jetzt ist es zugewachsen. Wahnsinn. Eine Woche ist irre. So. Aha. Die sind schon wieder am Fliegen, der Flugtrick geht los. Ihr seht, hier habe ich auch noch ein paar Königinnen rumstehen. Das war halt alles Notprogramm. Aha. Und ihr, wie sieht es bei euch aus? Hier habe ich eine quietschgelbe Königin drin, die ich mir gezogen habe. Aus einer 3D-Königin vom Lutz. Auch mit Standbegattung. Und der Duft vom Stock, der ist hier vorne dran. Hey, die blasen praktisch immer hier raus. Da kann man sich hier, da kann man hier direkt vor dem Stock hier eine Stocklufttherapie machen. Das ist, ich liebe das, mache ich fast jeden Tag. Das ist fantastisch. Das ist so ein toller Geruch. Naja, sieht alles gut aus. Die Brombeere ist jetzt also wirklich durch. Nur noch ein paar vereinzelte Blüten. Mädels, ihr riecht so gut. Wahnsinn. Ja, dann hoffe ich mal, dass es heute noch ein schöner Tag wird und wünsche euch einen wunderschönen Montag. Bis bald.